So Leute, willkommen zurück zu einem neuen Part von Pokémon Soul Silver Nuzlocke Challenge. Beim letzten Mal haben wir Route 15 erkundet, wie ich gerade hier oben in der Ecke sehe. Und jetzt erkunden wir Route 14. Und Maggie ist mit dabei. Hallo Maggie. Ja, ich wollte gerade sagen, hallo Maggie. Gut. Ich bin zu schnell. Ich bin ja der Meinung, dass mein Hirn schneller ist als meine Zunge. Deswegen rede ich undeutlich. Das ist so meine persönliche Identifizierung damit. Okay. Das ist, nur so eine Theorie. Ich bin aktuell, ey, Chris ist hier. Auch schön. Meine persönliche Theorie, ich stelle gerne Theorien auf. Deswegen auch in dem Fall. So. Jetzt red was. Ich weiß ja nicht, was ich sagen soll. Red einfach. Gut. Reden ist toll. So. Ja, was hast du denn heute gemacht? So, yes, voll Smalltalk-mäßig. Was ich heute gemacht habe. Ja. Zelda gespielt, Ocarina of Time 3D. Mhm. Gut so. Ich mach mal ganz kurz den Ingame-Sound ein bisschen leiser, dass man dich auch irgendwie noch hört. Das ist ein bisschen schwierig. Leute, die bei Streams schon mit dabei waren, wissen ja vielleicht, du bist irgendwie mal leiser? Weiß auch nicht warum. Ja, obwohl ich eigentlich direkt vor meinem Mikrofon sitze. Also wirklich direkt davor. Vielleicht muss der Mikrofon mal lauter machen, aber nicht jetzt. Sonst muss ich mir nachher überlegen, wie ich das am besten schneide. So. Ich versuche jetzt gerade hier so ein angemessenes Mittelmaß zu finden und Lyra ruft ab. Nein, Lyra, lass mich in Ruhe! Oh Gott! Way too much Trainer! Die kann auch nerven. Ja, kann sie. Erstaunlich gut. Wen setze ich jetzt davon? Ja, Maggie, da darfst du doch gerade kämpfen. Bist ja auch noch da. So. Ja, darf mal, Leute. So. Du bist jetzt zum ersten Mal mit dabei, ne? Kann sein, meine ich. Irgendwie. Halt, abgesehen von bei Manu mal, aber. Das meine ich jetzt gar nicht. Wie heißt der? Throwin. Und Zigzas, oh Gott. Oras confirmed. Das ist ein sehr interessanter Name. Oh. Ja, sowieso. Oras confirmed, weil Zigzas und so. Ist ja wohl, keine Ahnung, wenn ich so einen Zickzack sehe, muss ich immer zwingend an Hoenn denken. Also Hoenn oder wie auch immer man die Region jetzt aussprechen möchte. Und ja. Warum überhaupt? Was ist? Warum überhaupt? Warum ich daran denken wenn muss? Genau. Ja. Weil Zickzack ist einfach das Pokémon ist, was sich die ganze Zeit anspringt am Anfang. Ich meine, das ist quasi das Visor, was in Johto das Visor ist und in Kanto, das Taubsi, das Radfratz meine ich, und hier auch das Radfratz eigentlich, aber egal. Und in XY das Skoppel ist da das Zigzags, wenn man so möchte. Nur das Skoppel. Wobei, ja, Skoppel ist nicht wirklich cooler. Geradax ist schon ein cooles Pokémon. Was mich immer aufgeregt hat, war Flabébé oder. Flabébé, genau. Nein, Flabébé eigentlich. Stimmt schon, von der Aussprache her. Müsste zumindest stimmen. Ich hatte Französisch und ich meine, mein Hirn sagt ja. Boden-Pokémon, warum? Why are you so bad? Wen würdest du jetzt auswechseln? Ich kenne mich nicht mit. Auf jeden Fall Spore, weil ich mit einem Elektro-Stahl-Pokémon nicht in einem Boden-Pokémon drin bleiben möchte. Tut sehr weh, macht Aua. Nee, sieh das als positive Situation für dich. Du kannst jetzt hier lernen, etwas mehr mit den Typen umzugehen. Au. Yay. Das Zickzack scheint. Oh, Michelle ist ja schon. Ja. Das war der heutige Part. Also, wir nehmen das wieder mal so kurz vor knapp auf, müsst ihr ja wissen, ne? So um 23.11. und online am 24.11. Kennt man ja. Sehr früh. Ja, so wie immer halt. Und, hättest doch schon gestern aufnehmen sollen, ne? Ich hab's mir überlegt, aber ich dachte mir so, nee, willkommen. So, hier ein bisschen Risk, no Fun-Style. Aber ich denke, Michelle wird den Surfer problemlos wegstecken. Das ist ganz ehrlich, deswegen wollte ich ja auch nicht mit Kiva drin bleiben. Das hätte nach hinten losgehen können. Genau. Okay. Ja. Ich versuche aktuell auch so ein bisschen alle überlegen müssen. Wieso? Überlegen wir? Ja, Wasser auf Drache. Nicht sehr effektiv, ne?
Anders als Eis. Oder so. Eis ist ja quasi hier die Schwachstelle an der, in dem Punkt. Alle bekommen EP und KP. Nee, ich brauche irgendwie so ein Gesprächsthema. Gar nicht so einfach. Sprich was. Ja. Das ist immer das Einfachste zu sagen. Sprich was. Mach was. Weiß ja, nicht was. Ja, das ist so. So. Ja. Es ist so, so, ja. Hm? Ja, ich verstehe genau, was du meinst. Ich könnte zu Anfang mit, was für Animes willst du noch anschauen, aber das ist irgendwie so, ja. Hm. Anschauen sowieso Fullmetal Alchemist aktuell. Aber das, also Brotherhood, weil, ja, am Manga meine ich was. Und, ja, ansonsten halt aktuell Schule. Deswegen nehme ich ja immer so spät auf. Au, that hurts. Crit. Ja, aber das mit dem Anime angucken, das kenne ich so gut. Mann, warum muss Schule so viel Zeit fressen? Das ist immer so, dass ich mir denke, ich meine, wir haben jetzt irgendwie in 6 Wochen 4 Klausuren und sitze dann da und denke mir so, Spaß. Habe ich gesagt, 6 Wochen 4 Klausuren? Ich meine 4 Wochen 6 Klausuren, so rum. Ich glaube, ich habe mich gerade... Die haben alles seltsam mit einem Pavo. Das ist... Deutsches Spiel, Leute. Macht doch mal Namen, die auch gebräuchlich sind im deutschen Raum. Und nicht irgendwelche... Nein, du kriegst meine Nummer nicht. Exotischen? Irgendwelche exotischen... Nein, ich will deine Nummer immer noch nicht. Namen hier aus Japan oder... im besten Fall noch Afrika oder keine Ahnung. Wenn sie so, jo... Ne? Wollte gerade sagen. Läuft bei dir. In Carlos kann ich es ja noch verstehen, weil die Region ja auf Frankreich beruht. Okay, die Region hier beruht auf... Ja... Auf Japan halt, ne? Trotzdem muss man nicht mit japanischen Namen um sich schmeißen, weil Japanisch ist unglaublich schwer auszusprechen für Leute, die nicht aus Japan kommen. Hätte das erwartet. Oh ja. Gott, gerade einen Hustenanfall bekommen. Ich habe gerade seit Ewigkeiten nicht mehr. Also du hast es ja elegant rausgemutet. Ja. Ich habe gerade das erste Mal seit langem die Animation der Lichtkanone in der 4. Generation wieder gesehen. Schon ganz vergessen, wie die aussah. Ich kannte die jetzt nur aus der 6. Generation. Und da ist eine Frau. Was macht die da oben? Und vor allem, wer hat sie sich da eingesperrt? Die muss echt schon lange hier rumstehen, wenn der Baum wieder nachgewachsen ist in der Zwischenzeit. Wow. Respekt. Warum bitte eingesperrt? Ich kann auch einfach runterspringen. Ja klar, aber ich meine, sie hat... Nidorino. Das ist cool. Unterspringen. Ja, aber sie hat sich ist jetzt hier irgendwie da rein verfrachtet und dann ist der Baum nachgewachsen. Ich meine, sie muss ja irgendwie reingekommen sein. Ne? Überball, komm. Nidorino, haben wir noch irgendeinen Namen hier auf unserer Liste, der sagt, ich möchte hier Typ sein? Anscheinend nicht. Gut, dann. Ich weiß mal wieder nicht, wie ich das Pokémon schwächen soll. Los, Hitoxa. Hau rein. Zeig gut, was du kannst. Und hau das Ding ein bisschen ins Gesicht. Nidorino ist ja schon ein cooles Pokémon. Vor allem kann man das ja dann doch speziell spielen, auch wenn es halt einen höheren physischen Angriff ist. Mache ich ja ganz gerne. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Nidoking, so. Greife ich dich jetzt am besten an. Welches Pokémon nochmal? Nidoking. Also... Nidorino, Nidoking ist die Weiterentwicklung. Deswegen, lässt sich mit einem Live-Orb und, am besten noch mit roher Gewalt als Fähigkeit sehr schön spielen. Hat sich ja schon einige Male bewährt. Ich sage nur Speedtime mit. Das ist echt schlimm, dass ich nicht mitreden kann dabei. Ja, komm, das wirst du noch lernen, Oras, sage ich nur, und dann werde ich dich dazu zwingen, dass du mir züchtest. Und dann weißt du davon ganz schnell wieder ganz viel mehr. Okay. Es ist auf, wo sitzt sein Horn. Dessen Unterricht Gift, von Moritz, ne? Ja, dessen Gift im Kampf noch potenter ist. Das klingt so falsch. Und ins Zögern ein. So. Spitznamen geben, ja. Und weil mir kein anderer Name einfällt, kommt so gesehen der letzte Swirl auch noch mit dazu. Der gute Nikate. Passt super zum Gift, weil Nikate heißt hier sowas wie Sterben. Ist ja irgendwas Lateinisches und kommt von dem Wort Sterben im Lateinischen. Und dann passt es ja ganz gut mit irgendwelchen giftspritzenden Viechern. Weißt du, welches das knuddeligste Pokémon auf der ganzen Welt ist? Nidoking! Sehr knuddelig.
Scharnierer natürlich? Ich, ist denn auch sonst? Ja, sag ich doch, Nidoking. Wenn du ein Scharnierer, nee. Weil du gerade von Sterben hattest, ne? Darf ich jetzt leider nicht spoilern in den SAO2. Ja, am besten gar nicht drüber reden, dann krieg ich's auch nicht mit. So. So, Luke darf jetzt dem Hubbelupf ein bisschen Licht ins Gesicht pusten. Verstehe aber noch nicht, warum das Lichtkanone heißt. Das ist doch eine Stahlattacke. Was hat Stahl mit Licht zu tun? Du hast gesagt, dem Punkt, dass Stahl halt irgendwo Licht reflektiert, aber trotzdem. Es ist, gibt keinen Sinn. Oder glänzt. Ja, es glänzt, deswegen reflektiert es ja Licht. Ich meine, das ist ja eine Folge daraus, dass es Licht reflektiert. Egal. Das kann natürlich auch nicht poliert sein. Ja, wenn es matt ist, also, stimmt sogar, wenn es matt ist, dann glänzt es auch nicht. Das Spiel ist ungenau. Da, an dem Punkt, dass Metall auch nicht glänzen kann. Das ist natürlich das. Die beste Aussage, die ich jemals erlebt habe. Übertrank. Wobei, eigentlich reicht ein Supertrank im Idealfall sogar. Haben wir einen? Irgendwie bezweifle ich es gerade. Nein, wir haben sogar welche. Yes! Verdammt arm. Wir haben sowieso. Es ist halt. Ich mag die Ordnung in dem Beutel nicht ganz so gerne. Der ist mir zu. Ja, eigentlich ist die Ordnung schon vorhanden, aber irgendwie habe ich lieber gerne alles nur auf einen Blick. Und kann es sortieren und das ist hier ein bisschen anstrengend, weil das geht nur auf eine sehr anstrengende Art und Weise. Dieser oh Gott. Du musst alles einzeln auswählen und kannst es nur dann so hoch und runter schieben und keine Ahnung. Beziehungsweise musst es dann halt so durchklicken und es dauert immer ewig, bis das Ganze geladen hat. Sondersensor! Bam, bam, bam. Ich finde die Animation von Sondersensor irgendwie so. What the fuck? Warum? Weißt du, was für Sondersensor? Vor allem, dass dann das Pokémon so groß gezogen wird, sozusagen. Ich weiß, was du meinst. Okay. Das meine ich ja, dieses Verzerren. In der 6. Generation ist es ein bisschen anders dargestellt. Da hat sie dann quasi, es sieht auch strange aus, ja, wenn ich darüber nachdenke. Aber es sieht nicht so strange aus. Und du hast überlebt, du Arsch. Verdammt nochmal. Böse Shiggy. Nochmal Sondersensoren. Aber irgendwie mag ich ja die Animation ganz gerne. Auch wenn sie halt tatsächlich leicht strange ist. Sieht auf jeden Fall cool aus, muss ich sagen. Ja, also die Animation, cool. Die sich wohl am wenigsten verändert hat im Laufe der Zeit, ist Flammenwurf. Wobei, dritte Generation sah es auch ein bisschen anders aus, aber seitdem ist es einfach nur ein Feuerschwall, der auf den Gegner zufliegt. Blub. Wow. Einfallsreichtum. Happy, du darfst. Mein liebes Seetracking. Ich mag Seetracking voll gerne. Seetracking ist einfach mal der coolste Drache ever. Oder? Muss ich mich da jetzt selbst korrigieren? Ja, Seetracking ist mein Favorit als Drache. Ja. Dragoran ist auch ganz oben mit dabei. Auf jeden Fall wegen dem Competitive Nutzen, weil wie oft hat das Ding schon gesweept? Mit einem Drachentanz und einem Wutanfall haut es so ungefähr alles um. Oder macht zumindest viel Schaden, wenn es resisted wird. Außer du kommst in der Fee rein, das ist natürlich scheiße. Hey, das ist Suikun. Hallo. Oh. Ich finde das Pokémon voll schön. Das ist doch voll schön. Ich will mir das doch irgendwann RNGen, weil das ist voll toll. Kann ich sogar mit der Edition machen, schließlich und endlich, weil ich es hier quasi stationär fangen kann. Ich muss es zwar umhauen im Let's Play, aber danach kann ich ja noch ein paar. Die respawnen hier nach der Liga. Das heißt, danach kann ich schön hier RNGen, wie blöd. Das bist ja du, Mo, aber diesmal schaffe ich es wirklich. Ich bin den ganzen Weg bis hierher gereist und weiß nun wieder etwas genauer, wo Suikun hin will. Eigentlich würde ich mein Wissen ja für mich behalten, aber vor Suikun will ich ganz offen sein. Daher will ich dir einen kleinen Hinweis geben. Suikun bevorzugt nördliche Ufer und luftige Höhen. Dort soll man diesem Pokémon angeblich begegnen können. Wo das genau sein soll, weiß ich selbst noch nicht. Aber also es wird also ein Wettlauf zwischen uns beiden, wer es zuerst herausfindet. Und er steht hier einfach rum. Warum stehst du hier rum? Lauf! Das ist sehr clever, wenn die losgehen soll, ne? Ja, es ist die Aussage, es wird ein Wettlauf. Um das Pokémon. Es ist ein Wettlauf, ich bleib stehen. Okay. Er will mir nur Vorsprung lassen. Also, er ist halt freundlich. Du bist ja auch gar nicht schneller als du. Nein, er ist gar nicht schneller als... Nein? Doch, er ist... Aha. Ich bin nicht wirklich schneller als er, also so ironisch ausgedrückt, Aber ja. Du hast ein Fahrrad, weil dich und er nicht. Ich habe auch ein Dragoran, das fliegen kann. Also so gesehen, der hat eigentlich keine Chance, was in Geschwindigkeit angeht, außer er hat Warp-Künste, wie... Wenn es gibt diverse NPCs, die sich einfach warpen können, die auf einmal da sind, egal wie schnell du bist. Aber mir fällt gar keiner ein.
Ich habe das schon häufig genug in irgendwelchen Spielen gesehen. Auch insgeheim schick. Oh ja, er ist schick. Ja, Sheik war unter anderem eine dieser Charaktere, der dann einfach mal meinte, ach, ich bin jetzt auf einmal da. Gerade eben war ich noch da drüben und jetzt stehe ich vor dir. So in der Richtung. Aber es ist ein Ninja, er darf das. So, Anton weg. Ach ja, alle hätten die EP. Super. Reinhold. Also manchmal, Namen der fünften Generation sind immer noch ungeschlagen. Muss ich ganz klar sagen, also fünfte Generation hat namenstechnisch den Vogel abgeschossen, wenn man so möchte. Oh gut, ich hatte im Kampf ins Team. Ich verstehe es auch nicht. Ach ja. Du bist der Fliegengewicht, das ist aber schön. Dann flieg doch weg, du Vogelfänger. Wie schreibt man den Namen jetzt bitte aus? Jam? Ich hab doch keine Ahnung. Das meine ich mit Namen. Namen sind manchmal immer wie so. Wie hast du gerade geschrieben? J-A-I-M-E. Deswegen, also es will man, wenn man es Französisch aussprechen würde, würde man Jam aussprechen. Oder Jam. Eigentlich, ja. Theoretisch wäre das, wenn man Apostroph reinfügen würde, ich mag heißen. Also J-M. Wenn man meine nicht vorhandenen Französischkenntnisse lassen, mal wieder grüßen. Also, abgesehen davon, dass ich es halt... Oder es wird einfach nur Jam ausgesprochen. Aber es wäre auch irgendwie... Das wäre lame. Komisch. Du bist, ach Gott, hallo Kamera kurz. Ach komm, machen wir mal ein Erinnerungsfoto, weil toll. Mit allen Pokémon zusammen. Ja, hallo. Ka-ching. Wunderbar. Ich sitze einfach mal noch auf dem Fahrrad. Und Mutter ruft an, Mensch, das hatten wir doch schon beim letzten Mal. Ich bin hier dabei, Trainer zu bashen. Kannst du doch nicht einfach anrufen. Das macht man doch nicht. Ja, Mensch. Mutter, nervt nicht. Boah, Mann. Voll scheiße. So, Route 13. Next Route. So. Mittlerweile alle Level 50 ungefähr. Also, nicht ungefähr, sondern ziemlich genau Level 50, wenn nicht sogar noch höher. Siehe, Michelle. Die hat sowieso erst eine Pause, weil ansonsten... Auf welchem Level sind es überhaupt die nächste Arena? Aktuell habe ich noch gar keine Arena in Kanto gemacht. Also, die sind unterschiedlich. Also, eigentlich kann ich jetzt jede Arena zuerst machen, außer der 8. Aber ich werde mich ja in der Reihenfolge durcharbeiten. Und, wobei, dich kriege ich so weg. Moment, dich kriege ich so weg. Sondersensoren! Ich mag die Animation. Ich werde mit Rocco anfangen, da so gesehen in der Reihenfolge. Das heißt, 50 bis 52 war, glaube ich, die nächste Arena, leveltechnisch. Die nächst schwächere ist sogar die fünfte Arena, wenn man so möchte. Die hat irgendwie 49, 47, 49, sowas. Also ziemlich schwach im Vergleich zu den anderen. Nein, Georg, du kannst boomen, da habe ich keinen Bock drauf. Willst du dann mit Level 52 oder 53 in die Arena gehen? Ich gehe dahin, sobald... Also ich werde jetzt... gut, dass ich gewechselt habe. Schmerz. Boah, Kiva steckt das ja sehr, sehr elegant ja, weg. Steckt das weg. Ja, also das war jetzt wirklich sehr elegant. Das war jetzt... Wow. Das hätte jetzt jedem anderen Pokémon sehr viel Schaden gemacht. Aber... Wir können uns ja gleich nochmal die Verteidigungswerte ansehen und ich bin außerdem froh, dass ich an der Stelle nicht auf Magnesor gewechselt habe, weil das hätte wehgetan. So. Wäre auch nicht so die cleverste Wahl gewesen, wenn ich drüber nachdenke. Okay, bei dem Finale vielleicht. Und sieht immer noch sehr interessant aus. Geowatz, meinst du? Oder Magnesor? Ja. Geowatz ist halt. Geowatz. Ist eine Felskugel halt, ne? So. Ganz viel Kohle. So, ja, nein. Warum wollen die alle... Es sind alle solche Stalker hier. Das ist unglaublich. Vor allem, wenn so ein älterer Mann so einen kleinen Jungen fragt. Das ist prinzipiell ja 10 Jahre alt, ne? Dann kommt so ein alter Wanderer mit Bart und fragt dich nach deiner Handynummer. Ja. Boah, das Verteidigungswert. Siehst du's? 158 defensiv. Oh. 141 ist schon nicht schlecht, aber du hast doch noch einen höheren Spezialangriffswert. Ich glaube, hier ist auch 143 defensiv. 157 defensiv, wow. Und, ja. Du stehst mal wieder total neutral hervor. Sehr schön. Yay. Nee, aber es liegt daran, dass ich halt in der Siegestraße trainiert habe. Habe ich schon 15 Mal erwähnt, aber da kriegst du halt fast nur... Kriegst du Init und Verteidigungs-EVs. Daher die ganzen Defensiv-Werte von... Verdammt hoch. Hallo. Ja, du kommst Lust zu pfeifen, dann pfeif, du Pfeife.
Pfeifen. Ich weiß, solche Witze sind immer unglaublich schlecht. Zum Thema Töne von sich geben. Ja? Flürmel passt ja gerade irgendwie ganz gut dazu. Irgendwo. Flammenwurf. Grille ist einfach. Gegrillter Hase. Gegrillter Hase. Ich finde, Flummel sieht immer so verstört aus. Sieht immer so aus. Das ist die beste Beschreibung eines Pokémons überhaupt. Also wirklich. Hm, cool. Aber ich muss sagen, Siaus sieht immer noch so ein bisschen verstört aus? Ja. Es guckt irgendwie so, dass sie nicht wissen, was ich habe. Ja, ja, so ungefähr so. Das willst du nicht wissen. Man möchte es einfach zum Psychiater bringen. Und dann ganz fest in den Arm nehmen. So. Hallo, Barmelin. Du bist natürlich nicht für die Idealwahl. Luke, wenn ich bitten dürfte. Hau um. Spore. Oh, okay, ich lasse es schon. Ja, gesagt, er haut mich, wenn er das, wenn ich das mache. Es darf nur Nils. Warum hat der eigentlich immer Privilegien, Mensch? Ach, wie. Meine Mutter kam gerade rein. Ach so. Ich hab's nicht mitbekommen. Hast du gerade gehört, ja, oder? Nein, ich hab gar nichts mitbekommen, aber ich höre auch das Spiel, also. Ich muss immer darauf achten, dass ich, wenn ich über das Spiel rede, nicht irgendwelche Leute ignoriere. Das habe ich bei Swatty schon mehrmals gemacht, ohne es zu wollen. Habe ich einfach irgendwelche Sachen überhört und du erreichst Level 51. Sieh mal einen an. Dein alter Ego erreicht Level 51, so. Und Trainer? Trainer? Irgendwo? Anywhere? Trainer? Hallo? Ist hier noch irgendwer? Ja, langer Weg und ganz viel Zeug. So, damit an der Stelle machen wir erstmal Schluss für heute, würde ich sagen. Haben ein paar Trainer umgeknüppelt, haben viel über... Was haben wir eigentlich geredet? Über gar nichts eigentlich, wenn man so möchte. Sehr schön. Inhaltsloser Part. Das ist... Yes. Geilste. Und beim nächsten Mal die restlichen Trainer hier umknüppeln. Weil muss so sein. Und ja, genau. Bis dann und tschüss. Ciao.